Herzlich willkommen hier ist zur weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden mal noch weiter starten. Weiterspielen. Das heißt, ich habe kurz gespeichert und dann Spiel beendet, neu geladen. Globaler Markt war aktiv, also daran kann es nicht gelegen haben. Vermute mal ganz stark, dass durch den neuen Outload-Anhänger wahrscheinlich es Probleme gab. Ich werde es beobachten. Ich schaue mal jetzt, ob ich im globalen Markt zugreifen kann. Denn das ist ja hier, ja, alles da. Und wenn jetzt ein Bier oder Sachen kaufen würde, würde es wahrscheinlich wieder nicht gehen. Aber das muss man irgendwann mal feststellen. So, wir wollen ja Stroh fahren, ne? Das war ja so vorgesehen. Und das machen wir auch. Bitte fährt eine Runde, lädt ihn ein, weil er den nächsten Punkt anfährt. Gut, dann können wir jetzt Dünger reinfahren. Ja, weil wenn die Funktion auch nicht funktioniert hatte mit Kühe Wasser gehen, mit R, dann ist es schon mal ganz schlecht, ne? Das heißt Dünger reingeben, dass wir das Geld, ja, normalerweise wollte ich an Thüringen gar nicht mal aussät, die Aussaat machen. Aber bleibt ja im globalen Markt drinnen, ne? Sobald wir die Karte neu starten. Gut, das dauert noch ein bisschen. Vermute ich mal ganz stark. Weil aktualisiert keine Aktualisierung im Forum. Zwecks möglichen Termin. Aber sind ja noch nicht fertig. Ne? Wir müssen dann nochmal Gerste ernten, zweimal aus den Feldern. Unser Mais will auch noch geerntet werden. Bald mal so und unsere Soja auch noch. Also ein bisschen Arbeit ist in Thüringen noch. Von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Vielleicht können wir auch mal sehen, dass wir da den Restdünger werde ich jetzt einfach ein Dings reinkippen, mit Saatgut, was ich jetzt rausholen werde. Das ist nämlich auch Getreide ist leer, Dünger ist da drinne. Na gut, wir können es trotzdem rausnehmen, ne? Wenn wir nachts schlafen, dann kann ich ja durcharbeiten, die Fabrik hier, ne? So, zumindest können wir hier den einen voll machen. Mehr wird's auch nicht. So, verkaufen wir gleich Dünger, ne? Ein bisschen Geld verdienen. So. Dünger gibt's viel Geld, ne? Ja, jetzt ein bisschen weniger, okay. Wir bringen mal jetzt den anderen wieder in Schwung, und zwar unser Wasserfahrer. Auch wenn es nur jetzt eine Folge ist, Milch. Auch nochmal, ne? Ja. War er abgeladen jetzt? Naja. Gut, geht nochmal gut. Ich dachte schon, muss man eine Ehrenrunde fahren. So, das ist ja Futter. Futter machen wir andermal. Oh, unsere Bäume sind gewachsen. Oh, unsere Bäume. Die sind dicht gepflanzt, ne, Junge, ne? Aber gut. Die erste Reihe ist schon mal gewachsen. Wie schön. Aber die können wir auch nicht fällen, dann haben wir ein paar Jahre warten. 4 Jahre oder so. Das sind schnellwachsende Bäume. Milch, ja, Milch. Wasser brauchen wir. Wo ist unser Wasserfahrer? Brauerei. Das ist eine Garage. Der LKW. Wir haben viele Fahrzeuge. Gerade die Fräse gesehen. Das ist der LKW. Dünger. Wo ist denn der? Die versteckt.
Die lädt nicht auf. Das verstehe ich jetzt nicht. Und selbst wenn ich jetzt. Wo ist das andere Ziel voll und macht da nichts mehr, ne? Gar nicht. Hier abladen. Schon komisch. Hat bisher funktioniert. Gut, könnte sein, dass der andere da entsprechend voll ist. Aber trotzdem müsste man jetzt hier was aussuchen können, ne? Gerste, Saatgut, Weizen, Stroh. Und Stroh oder Heu müsste ich ja irgendwie nehmen können, ne? Gut, mal reparieren, ne? Ob es daran liegt, ich weiß es nicht. Normalerweise nicht, aber man weiß ja nie, ne? Tank ist auch voll. Im Grund könnte aber auch sein, aber man müsste trotzdem Heu nehmen. Also wenn der andere auch voll wäre, dann müsste er trotzdem aufladen. Und das kann ja kein Grund sein, ne? Dann müsste er höchstens voll dann stehen bleiben oder fährt halb leer weiter, ne? Das kann ja auch sein. Neuer Versuch. Machen wir Lichter machen. Dann. Will nicht. Ausschalten. Oder ist eher kaputt als Tastatur. Machen wir es ja mal, ne? Ein Ding. Und dann will er vorne abladen mit Stroh. Dann müsste ich mal eine Fuhre, ja, fahr mal Getreide, Weizen brauchen wir, Gerste. Das geht auch nicht. Abkippen. Oder so mistig. Waschen. Er will gewaschen werden. Ja, könnte sein. Aber unwahrscheinlich. Hat er bis eben noch Strom gefahren. Geht auch nichts anderes rein, ne? Komischerweise. Oder ist ihm zu kalt? Weiß auch nicht. Aber sagt er auch wieder nicht. So, ein bisschen waschen. So mistig ist er doch gar nicht. Vorne ein bisschen in die Tür einfriert, ne, bei Minusgraden, ne? Das machen wir plus gerade. Da steckt man nicht drinnen. Normalerweise hätte auch Getreide nehmen müssen, also Weizen oder Gerste hätte er ja nehmen müssen, ne? Oder muss ich das kaufen? Kann sein. das kann natürlich sein. Also C. Oder nee, normalerweise nicht. Hab's auch schon gekauft. Kleine Schuppe. Das Ding würde ich jetzt rausführen, ne? Also den Grund kann ich ja so nicht stehen lassen. Du bist ja zumindest ein Weizen oder Gerste rausgekommen, ne? Das ist ja alles da. Also ein Grund könnte sein, dass ich das kaufen muss.
Dann muss er hier anzeigen. Gut. Dann steigen wir aus. R. Stroh. Ja. Kaufen. Bestätigen. Ja, Gott, nee, ne? Das ist so einfach. Ich dachte schon sonst was. Ja, das gibt's doch gar nicht. Muss doch hier. Machen wir ganz kurz voll. Ich meine, gut. Das Lager ist, glaube ich, echt fast voll. Million, aber gut. Man soll trotzdem arbeiten, ne? Wasser fährt noch nicht. Lass mal losdüsen. So. Wo ist der andere Fahrer? Für Wasser. Alles Milchfahrer. Dann fahr der Milchfahrer. Futter. Stroh. Wo könnte der andere sein? Da ist er. Wasser braucht die Brauerei. So. Den fahren wir zurück. Sonst suche ich den nächsten Mal. Denn es kann nicht sein. Vielleicht theoretisch. Ist ja irgendwas möglich. Und sagt, okay, da hängt das Mist, ich lade mich mal auf. Da kann er mal. Könnte man ja so einstellen, vielleicht. Ne? Aber das wäre wieder neu gewesen. Ne? So, machen wir Innensicht. Und links machen wir aus. Wir fahren mal zum Hof, stellen wir den Anhänger ab. Ob der Anhänger der Grund dafür ist? Ja, wenn ja, dann müssen die wieder weg, ne? Wo ich gerne mit Kugel gefahren wäre, mit für Heineken Bier oder so, ne? Ist die garantiert nicht die Firma, aber ist egal. Der Marschanhänger machst du auch. Das war ein Versuch wert, den werden wir dann wieder entfernen. Bei Gelegenheit. Zumindest, ja, man kann ihn verkaufen. Verlust haben wir deswegen nicht so groß. So, dann brauchen wir jetzt Gerste für die Brauerei. Das machen wir noch. Fertig. Nicht, dass wir da ja kein Bier kriegen mehr, ne? Den stellen wir dann eben ab. Nehmen gleich an, wir den Anhänger gleich nehmen. So. Verkehrt. Muss er hier noch anhängen. Hier ist die hinteren auch noch anhängen, ne? Jetzt mal hier abgekuppelt. So, auf geht's zum globalen Markt. Müssen wir erst kaufen. Doch Dünger verkauft haben. Na, drin erwartet, ja. So. Ja, da kann ich nicht einladen, wenn nichts da ist, ne? Also. Im Wasser fast drin. So. Nee, kein Wasser. Geht der Bier nicht? Ich habe den anderen Fahrzeug gefahren, ne? Das ist typisch. Ja, dann verkaufe ich ihn gleich. Denn das bringt ja nichts. Ich habe dich nur durchs Fahren verursacht diesen Fehler.
ist er. Gleich verhökern. Den verhökern wir gleich. Das bringt nichts. War schade, aber. Gut, beim nächsten Mal halt, ne? Fahren wir zu unserem Lager. Da ist auch nichts mehr, glaube ich, ne? Da war nichts mehr. Unser Lager war nichts. Objekt aufheben und werfen. Das ist eine andere Sache. G, S. Nein, hier geht aktuell nichts. Aber wir müssen sehen, es wird nächstes Mal wieder neu starten. Aber gut, beim nächsten Mal. Jetzt ist ja eh. Haben wir eh geschafft die Folge, wir gehen mal gleich ins Bett. Für heute. Und morgen früh. Ja. Starten wir halt voll durch, ne? Also heute ist meine letzte Aufnahme erstmal. Bis Freitag geschafft, Anführungszeichen, ne? Und das reicht mir erstmal, ne? Das andere mache ich dann später. Schalte ich morgen übermorgen. Weil ich einen alten Rhythmus hinkomme. So, dann mal hier ein Nickerchen machen. Jetzt haben wir 18 Uhr. Das heißt 6 Stunden und nochmal 6. Wird schon schlafen. Mindestens 12. Machen wir 14. Dann morgen früh werden wir die Kühe versorgen, ne? Und Schweine. Fahrer arbeiten ja weiter. Kriegen ja nicht viel Geld. So, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Schon ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fürs fleißige Liken und Kommentieren. Ja, morgen geht's weiter mit Kühe. Ja, das ist notwendig, ne? Dringend notwendig. Dann mal schönen Tag und bis denne und ciao, ciao. Tschüss.